Hallo, in diesem Video geht es um ein physikalisches Alltagsphänomen, das die meisten auch schon bestimmt öfters beobachtet haben. Deswegen brauche ich auch kein besonderes physikalisches Equipment, sondern eigentlich nichts weiter als eine Schüssel mit Wasser. Ich nehme jetzt hier eine schmale Box, wo man schön von der Seite dann reinschauen kann. Ja, und bringe die mal nach drüben auf den Tisch. Und dann schauen wir mal. Okay, ein bisschen mehr Wasser brauche ich gleich doch noch. Und da ist noch etwas Kalk drin. So, jetzt hat es beruhigt. Und los geht's. Der eine oder andere dürfte es auch schon im Alltag festgestellt haben, wenn man schräg von oben auf eine Wasseroberfläche guckt, dann sieht alles flacher aus, als es in Wirklichkeit ist. Ich zeige das mal in diesem Lineal, tauche das langsam in das Wasser ein und man sieht, die Skalierung ist verschoben. Der Effekt wird umso größer, je flacher man auf die Wasseroberfläche guckt. Deswegen habe ich hier das Video mal kurz angehalten. Ja. Man sieht sehr schön die verkürzte Skalierung. Besonders sieht es komisch aus, wenn man das Lineal wieder rauszieht. Es scheint länger zu werden. Dass alles von oben gesehen flacher erscheint, als es ist, hat auch dann zum Beispiel zur Folge, dass wenn Objekte schräg in das Wasser hineinragen, von oben gesehen sich ein Knick ergibt. Man sieht es hier schön, wenn ich von der Seite gucke, sehe ich, dass das Lineal richtig gerade in das Wasser reinragt. Und wenn ich von oben gucke, dann sehe ich einen Knick da drin. Was sich das Lineal nochmal in der hinteren Glaswand spiegelt, das ignorieren wir einfach mal. Hier sieht man es immer gerade und dort schön den Knick. Ja, wie kommt das Ganze zustande? Dazu ein kleines Experiment. Ich nehme ein kleines Objekt, wie zum Beispiel hier diesen Bleiwürfel, und lasse ihn einfach mal in das Wasser fallen. Und dann schaue ich wieder schräg von oben darauf und habe mit diesem Objekt dann einen entsprechenden Beispielpunkt, an dem ich das Phänomen etwas genauer untersuchen kann. Ja, man sieht es, auch dieser Würfel scheint flacher im Wasser zu sein, als er wirklich ist. Von der Seite betrachtet sieht man, wie tief es ist. Schräg von oben gesehen wirkt das Ganze viel flacher. Jetzt habe ich noch ein kleines Hilfsmittel gebastelt, den BRA Blickrichtungsanalysator. Klingt hochtrabend, ist aber nichts weiter als eine kleine Pappröhre, so dass ich hinterher sehen kann, in welche Richtung ich geguckt habe, wenn ich durch diese Röhre schaue. Ja, und diese Pappröhre stelle ich jetzt so ein, dass ich schräg von oben auf die Wasseroberfläche gucke und dann genau den Würfel sehe. Das ist ein bisschen Justierarbeit, deswegen hatte ich kurz die Kamera angehalten, das eingestellt und hier das Standfoto gezeigt. Ja, und man sieht aber jetzt sehr schön durch die Pappröhre den Würfel. Und interessant wird es, wenn ich nun zur Seite gehe. Dann wird nämlich der subjektive Eindruck bestätigt. Die Pappröhre, die die Blickrichtung anzeigt, zeigt gar nicht auf das Objekt, sondern daran vorbei. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht genau auf den Würfel geguckt, sondern darüber. Tja, wie kommt's? Ja, um das Phänomen erklären zu können, gehen wir in drei Schritten vor. Wir müssen zuerst ein gewisses Verständnis dafür haben, was Sehen eigentlich heißt. Ich gehe davon aus, dass das die meisten schon wissen, wiederhole es aber vorsichtshalber trotzdem nochmal im Schnelldurchgang. Im zweiten Schritt müssen wir dann nochmal kurz rekapitulieren, was Brechung eigentlich ist, der Lichtwege. Und im dritten Schritt bringen wir das dann zusammen, wie die Lichtbrechung dann für das verantwortlich ist, was wir tatsächlich an der Wasseroberfläche sehen. Wie funktioniert Sehen? Dazu gehen wir einfach mal in einen Beispielraum. So haben wir einen Tisch, ein Objekt da drauf. Ich habe jetzt nicht besonders kreativ einfach mal einen Ball da drauf gemalt. Kann man auch für jedes andere Objekt machen. Und natürlich eine Lampe, denn zum Sehen braucht man Licht. Ja, und natürlich, wir brauchen noch jemanden, der es sieht. Da habe ich auch nochmal ein kleines Clipart gezeichnet und dann mit hier hineingesetzt. Gut, das Licht kommt von der Lampe. Das heißt, die Lampe strahlt Licht in alle Richtungen aus und beleuchtet die Objekte. Die Lampe selber leuchtet auch direkt in das Auge. Und deswegen wirkt die Lampe besonders hell. Direkt ins Licht gucken macht man nicht so gerne, weil sehr viel Licht von der Lampe in das Auge kommt. Aber es bedeutet eben auch, dass man genau deshalb die Lampe sehen kann. Interessant ist aber, was die Objekte dann entsprechend machen, denn die reflektieren das Licht in alle Richtungen, von jedem Punkt aus. Ich nehme jetzt einfach mal die Stelle mit dem Ball, wo gerade dieser eine Beispiellichtstrahl drauf zeigt. Der schluckt einen Teil des Lichtes. Führt ein bisschen zur Erwärmung und der Rest des Lichtes, der jetzt rötlich geworden ist und ein bisschen dunkler, wird wieder in alle Richtungen ausgestrahlt. Ist natürlich auch weniger Licht, weil nur ein Lichtstrahl, etwas vereinfacht gesprochen, in alle Richtungen wieder zerstreut wird. Ja, und auch von diesem Ball kommt dann entsprechend Licht ins Auge und trifft dann hinten an der Augenrückwand auf eine entsprechende Zelle, die dann registriert, oh, wenn wir in diese Richtung gucken, dann kommt rotes Licht in das Auge, das heißt an der Stelle sehe ich einen roten Punkt. Ja, und das gilt auch für alle anderen Punkte. Ich nehme jetzt hier den einen Lichtstrahl, der auf den Tisch trifft. Auch der reflektiert wieder Licht in alle Richtungen. Und dann geht ein Lichtstrahl davon ins Auge. Das heißt, aus dieser Richtung kommt braunes Licht, trifft hinten auf eine andere Sehzelle. Und Punkt für Punkt entsteht ein Bild unserer Umgebung. Und wir können sehen, was um uns herum passiert. Physikalisch wesentlich ist dabei eben, dass das Auge dabei als Lichtempfänger fungiert und die Lampe als Lichtsender.
Das ist für jeden klar. Was ein bisschen überraschend ist, auch die anderen Objekte. Alles, was im Raum ist, alles, was wir sehen können, ist in Wirklichkeit ein Lichtsender. So auch dieser Ball. Der Unterschied zur Lampe ist der, dass der Ball das Licht nicht selbst erzeugt, sondern nur reflektiert. Das heißt, die Lampe ist im Gegensatz zum Ball auch eine Lichtquelle. Kommen wir zum zweiten Teil. Wissen, was Brechung ist. Ja, hier nehme ich nochmal ein Foto aus dem Physikunterricht. Da habe ich auch wieder die Schüssel mit Wasser genommen und einen grünen Laserpointer und habe ihn schräg auf das Wasser leuchten lassen. Dazu habe ich jetzt noch ein bisschen Tricks gemacht. Ich habe mit einer Nebelmaschine den Raum ein bisschen dunstig gemacht, sodass man das Licht in der Luft auch sehen kann. Und im Wasser habe ich auch eine Chemikalie hinzugegeben, die den Lichtstrahl im Wasser sichtbar macht. Normalerweise sieht man das ja eigentlich nicht. Ist vielleicht trotzdem ein bisschen schlecht erkennbar, deswegen male ich es nochmal nach. So, hier ist der Laserpointer und der leuchtet jetzt so schräg auf die Wasseroberfläche. Und dann passiert mit dem Licht zweierlei. Es gehen nämlich zwei Strahlen weg, einer nach unten, einer nach oben. Den nach oben kann man gerade nicht so gut sehen, weil dort nicht viel Nebel ist. Den nach unten kann man ganz gut erkennen. Dann zeichne ich mal das Lot ein, das ist die Linie senkrecht auf die Oberfläche und die meisten kennen das Reflexionsgesetz. Wenn ich den Einfallswinkel zum Lot übergemessen mit Alpha bezeichne, dann wird der reflektierte Strahl im gleichen Winkel wieder weggestreut. Allerdings entsteht auch ein zweiter Strahl im Wasser und das Interessante ist, das Licht läuft nicht gerade weiter, sondern es hat einen Knick und der zugehörige Winkel ist kleiner als der in Luft. Deswegen wird er jetzt einfach mal mit Beta bezeichnet. Interessant dazu ist, wenn man den Lichtweg mal aus der anderen Richtung betrachtet. Das heißt, ich könnte ja theoretisch auch mit dem Laser aus der anderen Richtung leuchten. Und das ist jetzt in der Praxis ein bisschen blöd, weil so ein Laserpointer unter Wasser nicht besonders gut funktioniert, aber virtuell können wir es machen. Das heißt, ich leuchte jetzt von unten gegen die Wasseroberfläche, aus der Richtung, in der es vorher gebrochen war. Und dann passiert etwas sehr Ähnliches. Das Licht wird wieder reflektiert, aber es wird auch wieder gebrochen, und zwar genau in die Richtung, aus der es vorher gekommen war. Das heißt, anhand der Brechung lässt sich gar nicht verfolgen, aus welcher Richtung das Licht gekommen ist. Auch hier könnte ich jetzt wieder Lot einzeichnen. Einfallswinkel habe ich jetzt noch mit Beta bezeichnet. Der Reflexionswinkel ist genauso groß. Und der Brechungswinkel ist der Winkel, der auch vorher Alpha war. Ja, das sind die Lichtwege. Die kann man normalerweise nicht sehen. Aber wir können die jetzt nutzen, um zu erklären, warum der Würfel und damit auch alles andere etwas höher zu sehen ist, als es tatsächlich ist. Gehen wir in den dritten Schritt. Von dem Lichtweg auf das Sehen schließen. Nehme ich mal ein Foto von dem Video, das ich gerade hatte. Da ist es. Ich ergänze das mal jetzt durch das Clipart von vorhin. Das heißt also, hier schaut jetzt das Mädchen da durch und kann anscheinend den Würfel sehen. Jetzt haben wir ja schon kapiert. Sehen heißt, dass Licht von dem Objekt ins Auge kommt. Auge, Lichtempfänger. Ja, und wir wissen, was mit dem Licht passiert. Das heißt, der Würfel sendet wieder Licht in alle Richtungen und einer dieser Lichtstrahlen geht bis zur Wasseroberfläche und dann wird dieser Lichtstrahl gebrochen. Und gelangt von dort ins Auge und deswegen kann ich den Würfel so sehen. Was das Auge hingegen nicht wahrnimmt, ist, dass der Lichtweg einen Knick hat. Es sieht so aus, als wäre das Objekt dort, wo es wäre, würde das Licht auf geradem Wege in unser Auge gelangen. Ja, und das bedeutet hier, in diesem konkreten Beispiel, dass es so aussieht, als würde das Objekt dort sein. Physiker sprechen daher in diesem Zusammenhang noch von dem realen Lichtweg, der von dem Objekt wirklich ausgeht, und dem scheinbaren Lichtweg, der vor dem Bild des Objektes kommt. Das Licht scheint ja von dort zu kommen. Ja, und damit ist eigentlich alles gesagt und ich darf mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.